Herzlich willkommen bei Wild auf Wald Jagd Edition. Heute geht es um die Herbstrehbejagung. Ich gebe dir Tipps, wie und wann du deine Herbstrehe erlegen sollst. Ja, schön, dass du eingeschaltet hast auf dem neuen Jagdkanal Wild auf Wald. Jetzt abonnieren bitte, das ist mir ganz wichtig, dass ich da Fahrt aufnehmen kann. Ja, Herbstrehbejagung ist ein zentraler Punkt, glaube ich, in unseren Revieren im Flachland. Da ist das Rehwild die Hauptwildart und der größte Teil des Rehwilds wird ja bekanntlich nachher im Herbst geschossen, quasi Geißen und Kitzen. Bei uns hier in Oberösterreich beginnt die Schusszeit schon Mitte August und hier scheiden sich auch die Geister. Sollte man gleich zu Beginn der Schusszeit seinen Abschuss erledigen oder eher länger warten. Und heute ist mein Thema, sollte ich es vor oder nach dem Haarwechsel bzw. im September oder Oktober, November meine Rehe erlegen. Ja, alles hat natürlich seine Vorteile. Die Vorteile, wenn ich nach dem Haarwechsel agiere, ist, die Ansprache ist einfacher. Man kann leichter weibliche und männliche Stücke unterscheiden, aufgrund des Spiegels, aufgrund der Schürze. Bei dem Geißen natürlich ist es natürlich viel einfacher zu ansprechen. Ein weiterer Vorteil kann auch sein, wenn er auch nur klein ist, im Herbst bzw. im Spätherbst haben die Stücke auch ein paar Gramm oder ein paar halbe Kilo mehr auf den Rippen. Das ist einfach so. Besonders die Kitze werden noch etwas wachsen. Wohl auch natürlich die stark entwickelten Kitze sind im September auch schon stark und die schwachen Kitze werden auch im Oktober, November dann schwach sein. Also dieser Unterschied ist nicht sehr groß, aber durchaus da. Ein weiterer Vorteil kann sein, der Haarwechsel kann mir beim Abschuss helfen. Schlecht entwickelte Stücke, kranke Stücke können den Haarwechsel weit hinauszögern und besonders auch alte Stücke sind oft im Oktober noch rot und alles, was im Oktober noch nicht verfärbt hat, sollte sowieso erlegt werden, weil da hat es was, das ist nicht normal. Also gut entwickelte Stücke sollten da schon den Haarwechsel vollzogen haben und somit kann mir der Haarwechsel auch beim Herbstreabschuss helfen, um wirklich dann abschusswürdige Stücke einfacher zu finden. Weiters, nach dem Laubfall, und der ist oft sehr spät schon, sage ich mal Ende Oktober, November, ist wahrscheinlich im Laubwaldrevier die Sichtbarkeit eine bessere. Also das kann durchaus notwendig sein, in solchen Revieren den Abschuss dann spätiger zu tätigen, dass ich die Rehe noch sehe. Demgegenüber stehen natürlich auch Nachteile. Wesentliche Nachteile meines Erachtens. Ein wesentlicher Nachteil ist für mich die Sichtbarkeit. Die Aktivität von Rehwild sinkt, unterliegt Wellen. Im Mai ist die Aktivität sehr hoch, sinkt dann wieder. In der Brunft ist sie sehr hoch, sinkt dann wieder. Und dann nach der Brunft beginnt die Zeit, wo sie sich den Feist für den Winter anlegen, wo sie dann wieder ein bisschen aktiver werden. Besonders im September stehen sie besonders in gemischten Revieren, wo Feld und Wiesen und Wälder sich abwechseln, noch sehr viel in der Vegetation, wenn man sie gut sieht. Und das ist natürlich ein großer Vorteil bei der Abschusserledigung. Das muss man schon ganz klar sagen. Weiters, die Nacht macht uns dann schon langsam einen Strich durch die Rechnung. Es wird immer finsterer, jeden Tag. Man merkt das wirklich, wenn man im Herbst jagen geht. Jeder Tag wird kürzer und besonders dann, wenn man Abend geht, kommen die Rehe gefühlt immer später an. Na, sie treten zur gleichen Zeit aus, aber der Tag wird immer später. Und somit kann ich den einen Tag, wo ich noch zögere und sage, naja, vielleicht finde ich noch ein anderes Stück, was vielleicht besser passen würde, was vielleicht noch schwächer ist. Am nächsten Tag denke ich mir vielleicht, oh, die kommen sich ganz schön spät an. Und vielleicht komme ich dann 3-4 Tage später auf den Platz und ich kann gar nicht mehr schießen, weil es zu spät ist, weil es zu finster ist. Und das muss man schon sagen, der Tag läuft davon sozusagen und spätestens nach der Zeitumstellung ist es sowieso wirklich, wirklich problematisch. Also wenn man einen Job noch geht und arbeiten geht,
da ist nachher um 5:30 ist der Ofen aus, somit müsste ich um 3:30, 4 spätestens am Hochsitz sein und das ist ja dann meistens nur noch konzentriert auf die Wochenenden die Zeit, wo ich mich die nehmen kann. Und da wird es dann wirklich kompliziert, dass man den Abschluss überhaupt nur erledigen kann, nämlich es paart sich das Ganze auch noch mit weniger sichtbarem Rehwild. Also das Rehwild, die Aktivität sinkt. Sie werden heimlicher, sie werden ruhiger und natürlich in dieser langen Nacht haben sie viel mehr Zeit, in Ruhe dann die Esung aufzunehmen, ungestört von uns Menschen. Und das ist natürlich schon ein wesentlicher Punkt. Dazu kommt auch noch, im September kann ich auch zum Beispiel die Fellfrüchte noch nutzen. Oft ist der Mais noch in den Feldern und da kann ich dann oft sehr gut meinen Herbstreabschuss erledigen. Ist dann aber abgeerntet, die Wiesen, der Mais, kommt meistens dann die Gülle und dann verlagert sich das zu 100% in den Wald und in die Nacht und dann wird es oft wirklich, wirklich schwierig. Also ich persönlich in unserem gemischten Revier schieße meine Rehe im September. Wo sind da die Vorteile? Wie ich gerade gesagt habe, natürlich die Sichtbarkeit. Ich kann eine bessere Auswahl treffen. Ich kann wirklich sagen, okay, eine Geiß mit 2 schwachen Kids, die erlege ich gezielt. Also wirklich Ansprech-Tipp am Rande. Ich weiß, dass man Bock- und Geißkids noch sehr schwer auseinanderkennt im September. Aber gut entwickelte Bockkitze zum Beispiel haben schon Stirnzapfen. Man merkt schon diese Haarbüschel und mit ein bisschen an brauchbaren Optik kennt man wirklich gut entwickelte Kitze schon recht gut. Und wenn Bockkitze so schwach sind, dass sie noch keine Stirnzapfen haben im September, dann ist es nicht schlimm, diese zu erlegen. Das ist ja kein Problem. Also wir werden da wirklich dann auch erfolgreich sein bei der Herbstrebejagung auf Geiß und Kitz. Und ein weiterer Tipp, wenn die Kitze halb so groß sind wie die Geiß, dann sind sie schwach sind und dann kann man eigentlich alle 3 erlegen oder alle 2 erlegen. Hier hilft uns zu dieser Zeit auch noch die bessere Kitzbindung, die sinkt ganz rapide in Richtung Winter, also dann ist es nicht mehr so gebondet, diese Familie, und ich tue mir dann schwerer, dass ich wirklich ganze Familien erlege. Ich glaube, es ist klar herausgekommen, ich schieße meine Herbstreh im September. Bequem mit T-Shirt oder einer leichten Weste und nicht im Nebel, im Herbst, in der Kälte, wo man dann sehr oft gehen muss, Unruhe ins Revier bringt, weil die Rehe nicht mehr sichtbar sind. Wohlgemerkt im gemischten Revier. Im Waldrevier kann das wieder anders sein, da brauche ich vielleicht andere Jagdstrategien, da kann sogar vielleicht die Drückjagd ein Mittel sein, aber das behandelt in einem meiner nächsten Filme, die richtige Abschussplanung bzw. die Abschusserfüllung. Abonnier doch jetzt Wilder Wald Jagd Edition, dann versäumst du spannende Themen nicht. Hier noch ein Video, bin ich mit meiner Frau jagen gegangen. Bis zum nächsten Mal bei Wilder Wald Jagd. 4.